Und zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man denn eigentlich die Chemiefunktion in Minecraft aktivieren kann und was man damit so alles machen kann. Ja, um die Chemiefunktion überhaupt aktiv zu haben, macht ihr erstmal eine neue Welt, geht in den Einstellungen und macht am besten den Experimental Gameplay verwenden an und dann steht hier Education Edition und wenn ihr das aktiviert habt, dann habt ihr die Funktion die Chemie-Elemente zu bekommen. Was man damit alles so machen kann, das zeige ich euch jetzt. Also, als allererstes kann man damit mit einer Fackel und in diesem Update wird übrigens auch das Periodensystem der Elemente zugefügt. Und ja, es gibt wirklich viele Elemente, die aber meistens auch immer keinen Sinn ergeben, aber okay, sie sind halt da. So, und zwar als erstes, was ich euch zeigen möchte, ist, wie man denn ein Unterwasser-TNT und Fackel machen kann. Denn wer genug Minecraft-Erfahrung hat, weiß, dass man Fackeln nicht unter Wasser setzen kann. Seht ihr, ich bin im Wasser. Ich gehe jetzt mal ins Wasser rein. Ich kann keine Fackeln unter Wasser platzieren. TNT jedoch schon. Aber wenn ich dies anzünden möchte, wird es zwar angezündet. Ihr seht's. Aber es gingen keine Blöcke kaputt. Dann steht höchstens eine Explosion. Und ich zeige euch jetzt, wie man das alles so machen kann. Zuallererst braucht ihr eine Fackel und Magnesium. Wie stellt man überhaupt Magnesium her? Ihr braucht dafür einen Elementkonstruktor. Das ist dieser Block hier. Hier, der ist er hier. Ja. Dafür. Wie bekommt man denn jetzt Magnesium? Ihr seht, bei Magnesium, da, warte mal, ich mach's mal mit dem Punkt, da ist ja auch eine 12. Und diese 12 ist jetzt wichtig. Denn wenn man jetzt 12 von diesem P, was man da an der Seite sehen kann, macht und 12 E, das sind sozusagen die Minus und Plus Neutronen oder sowas. Neutronen und so. Ich kenne mich nicht in Chemie so gut aus, weil ich nicht aufgepasst habe. Fail. So, dann braucht ihr noch, glaube ich, 12 N Neutronen sind das, glaube ich. Und da. Da habt ihr dann Magnesium. Und dieses Magnesium kann man dann halt hier rausziehen und ja. Wie bekommt man denn jetzt eigentlich dann Natrium? Genau dasselbe Spiel, einfach auf die Zahl gucken und ein bisschen zurück machen, dann seht ihr auch schon, so bekommt man Natrium. Okay. Als nächstes, wenn ihr das habt, bräuchtet ihr am besten eine Werkbank. So. Oh, ich brauche ein bisschen Platz, wartet mal ganz kurz. So, jetzt habe ich ein bisschen Platz gemacht, wie ihr seht. Ja. Wie kann man denn jetzt unter Wasser TNT und Fackeln herstellen? Ihr braucht eine Werkbank. Und dann packt ihr die Fackel an die unterste Reihe. Und dann das Magnesium darüber. Und zack, ihr habt eine Unterwasserfackel gecraftet. Bisschen würde ich jetzt irgendwie bisschen alles rausnehmen. Ja, komm, ich stelle es einfach ein bisschen her. Warte, ich cutte das mal eben ganz kurz. So, da haben wir jetzt auch 64 Unterwasserfackeln. Und wie macht man das Unterwasser-TNT? Man platziert wie bei der Fackel unten das TNT, darüber Natrium rein und ihr habt Unterwasser-TNT gecraftet. Juhu. So, was kann man damit jetzt so machen? Ja. Die Unterwasserfackel kann man
zu nun endlich unter Wasser platzieren, wie ihr sehen könnt. Und wenn es jetzt irgendwo dunkel ist, wartet mal ganz kurz. Ich mache mal hier so einen kleinen Gang, wo es ein bisschen dunkel ist. So. Und jetzt, oh mein Gott, hier ist Wasser. Könnt ihr eine Fackel platzieren und es ist hell. Ja, das passt eigentlich auch ganz gut, wenn man irgendwo unten ist. Ganz weit unten und ja, jetzt seht ihr auch schon, es ist sehr dunkel. Platziert eine Fackel und es sollte nun nicht mehr dunkel sein. Ja. So. Das Unterwasser-TNT macht's. Es ist eigentlich kein großer Unterschied. Es macht einfach jetzt eine Explosion im Wasser. Was eigentlich ganz cool sein kann, weil es kann helfen, irgendwie, ja, jetzt zum Beispiel irgendwie eine Höhle zu finden unter Wasser, jetzt zum Beispiel irgendwie auch Erz wie Kohle jetzt da, oder irgendwie auch helfen, ein Haus zu machen und dafür ein bisschen Platz zu machen, weil man kann im Minecraft nicht so schnell unter Wasser abbauen. Es sei denn, man hat Wasseraffinität, dann ist es komplett egal, aber ja, jetzt hier haben wir Unterwasser-TNT und können schneller hier alles kaputt machen. Das macht auch sehr gut Eindrücke, weil, guckt, hier ist eine Höhle mit ein bisschen Kohle. Wartet, ich kann ja die Unterwasserfackel benutzen. Nein. So. Zwar gibt es hier nämlich, also man kann die Unterwasserfackel auch unter Wasser, auch über Wasser benutzen, also jetzt hier in meinem Fall einfach so an Wände, damit das irgendwie schön aussieht, ist mal was anderes. Dann kann man hier einfach Kohle ganz schnell finden oder jetzt auch hier Eisen. Achso, was sind die Fackeln? Ich dachte gerade, es hört sich an wie als wenn TNT zwischen. Aber okay. Gut, aber das war es natürlich nicht alles. Ich wollte erstmal nur den. Ja, weiß jetzt nicht, ob das spannend war. Aber ich lasse es mal stehen. So. Als nächstes. Habt ihr euch schon immer so gefragt, warum gibt es keine Luftballons in Minecraft? Tja, jetzt kann man Luftballons herstellen. Dafür bräuchtet ihr Helium. Und Helium bekommt man auch ganz leicht. Ihr seht die Zahl 2. Man kann die Blöcke auch platzieren, ich weiß nicht warum. Aber man kann es einfach platzieren. Es ist schön. Dann macht ihr einfach hier das, was ich mache und bekommt Helium. So. Dann die Kuh kann sterben gehen. Denn die nervt. So. Dann bräuchtet ihr irgendeinen beliebigen Farbstoff. Ich mache jetzt einfach mal. Ach so, ihr braucht natürlich auch Seil. Hier eine Leine. Die findet man. Ich weiß nicht, ob man die craften. Ja, doch, man kann es schon craften. Mit ein bisschen Seide, glaube ich, also ein bisschen Faden. Wie man das jetzt gerade macht, weiß ich nicht, aber ihr könnt es ja kreativ machen. So, dann sucht ihr euch irgendwas aus, zum Beispiel jetzt hier Knochenmehl, das geht auch als Farbe. Oder jetzt hier Türkis und macht einfach. Aber ihr braucht noch. Also, nee, warte mal. Was laber ich hier gerade? Ich muss gerade eben ganz kurz nachdenken. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar braucht ihr noch den Stoff Wasserstoff. Den müsste jeder von euch können kennen. Und ein bisschen Kohlenstoff. Oder war es Sauerstoff? Nee, ich glaube Kohlenstoff, ja. Dann braucht ihr ein neues Gerät. Und zwar nämlich den Verbindungserzeuger. Ja doch, den Verbindungserzeuger. Dann braucht ihr 5-mal Wasserstoff und 8-mal Kohlenstoff, wenn ich jetzt mich nicht irre.
Und ich habe mich doch geirrt. Scheiße, wie war das jetzt doch? War das jetzt doch Sauerstoff? Ach, shit, Mann, ich glaube schon, ja. Also 5-mal H und 8-mal O. Und dann, hä? What the fuck? Da braucht man doch was anderes? Nein, eigentlich nicht. Ich muss nochmal nachdenken. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, es war schon richtig mit dem C. Aber ihr braucht 5-mal Kohlenstoff und 8-mal Wasserstoff. So war das, glaube ich. Oder? Ja. Dann bekommt ihr nämlich Latex. Und dieses Latex könnt ihr so oft herstellen wie möglich. Seht ihr auch, also ich verliere keine Stoffe. Und ich kann immer... Das Latex geht hier unten hoch. Seht ihr ja hier. Es geht hoch wie sonst was. So, ich mache jetzt einfach mal ein Stack. Obwohl, ja doch, ein Stack und nochmal 6. Aber das nämlich gebrauchen. Und dann gehen wir hier wieder an unseren schönen, geliebten Freund der Werkbank. Packen in die Mitte Leine und an der Seite Latex. Ich verstehe immer noch nicht, was das für ein Name ist, ey. So. Hallo? Kann das jetzt mal bitte klappen? Oder so. Okay, das geht auch so, okay. Dann in der Mitte Helium. Und oben irgendein Farbstoff. Zum Beispiel jetzt Knochenmehl. Und ihr habt einen weißen Ballon hergestellt. Natürlich könnt ihr natürlich, wie gesagt, es besteht vom Farbstoff her, was man machen, was da man rauskommt. So, und jetzt fragt ihr euch, was kann man mit diesem Ballon machen? Zum einen kann man ihn als so eine Art Schussmaschine, so eine Schusshilfe benutzen. Wenn ich jetzt gerade mal Zäune finde, meine Fresse. So. Ihr könnt den Ballon nämlich an Zäune ranbinden. Und auch an Mobs. Zum Beispiel an Schaf und tschüss Schaf. Vielleicht kann ich es noch abschießen. Ah, nicht getroffen. Okay. Aber man kann die Ballons auch anstupsen. Und bewegen. Also, ich weiß nicht, wer die Wut an den Ballon rauslassen will, aber nur zu. Könnt ihr euch machen. Wenn ihr auch sehr wütend seid, könnt ihr den Ballon einfach auch zum Platzen bringen mit einem Bogen. Wenn ihr wirklich so bockig seid. So, jetzt will ich aber mal einen Test machen. Kann man den hier treffen? Nicht wirklich so gut. Bei der Pocket Edition ist es ein bisschen anders mit der Physik und Pfeil und Bogen. Ja, ich habe getroffen. Okay. Dann mal gucken, wo man... Vom Berg aus. Ja, Mann. Oh, da unten ist Lava. Das habe ich auch nicht gewusst. So. Dann etwas höher. So, ja. Ungefähr. Ah, ein bisschen zur Seite. Nochmal ein bisschen zu leicht. Okay, warte. Zieh ich mal ein bisschen höher. Ah, fast. So. Nein. So. Oh. Okay. So geht's natürlich auch. Ich hab den Ballon gar nicht getroffen, sondern einfach das Seil. Ja. Tschüss, Ballon. Na gut. Ja, man kann damit verschiedene Farben herstellen, also Ballons in verschiedenen Farben. Man kann das auch irgendwie so machen, so einen schönen Weg mit Ballons. Kann man einfach so hier so einen Eingang machen, ist gerade schräg, aber wer hat so eine Idee oder wenn jemand Geburtstag hat, dann ladet ihr ihn zu Minecraft ein und dann, ja, hängt ihr einfach so ein paar Ballons auf. Ist doch auch schön. Und ja, ich glaube, man kann auch die Ballons einfach lossteigen lassen.
Aber ohne dass sie in den Himmel schweben, sondern dass sie an einem Block zu einem Block schweben. Also wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Also das müsste eigentlich gehen. Oh. Okay. Dann halt doch nicht. Die Ballons gehen direkt kaputt. Alles klar. Das habe ich auch nicht gewusst. Aber das ist doch... Das ist doch eigentlich nicht möglich. Ist ja voll doof. Na gut. Okay. Ja, bauen wir das mal wieder hier ab. Das war jetzt nur zur Demonstration. So, und du gehst auch mal weg. Tschüss. So. Bauen wir dich hier hin. Damit jeder dich sehen kann. So. Ja, die Folge ist gerade schon 16 Minuten wieder lang. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch erstmal wieder einen kleinen Cut. Also erstmal wieder einen Break. Und mach im Video weiter, wenn ihr ein zweites Video von 10 sehen wollt. Denn es gibt noch viel weitere Sachen, die man kombinieren kann. Zum Beispiel Eisbomben und Leuchtstäbe. Also so Wunderkerzen gibt's auch noch. Und ja, also falls ihr das noch sehen wollt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Like wäre auf jeden Fall was Gutes. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.